oder anders formuliert, weil alles, was sich zuträgt, im Nachhinein sowieso unvermeidbar gewesen sein wird, dann resultiert daraus, dass es ja gar nichts zu vermeiden gibt, was nicht sowieso unvermeidbar dann geschehen gewesen sein würde. Oder gibt es doch eine Weichenstellung, die erst im Nachhinein das Geschehene als unrückgängig machbar erscheinen macht?